gestürzt sind und hier nach Lümbrecht gekommen. Ich darf nun die Oldtimer-Freunde bitten, die Motoren anzuwerfen, die ersten Startnummern, damit der Herr Ministerpräsident die Startnummer 1 auf die Reise schicken kann. Ich wünsche allen recht viel Vergnügen am heutigen Tage und ich bitte die Zuschauer, etwas starken Zielbereich freizumachen, damit die Teilnehmer auf die Reise kommen. Herzlichen Dank und schöne Stunde hier in Nürnberg. Guck mal, die alten Autos. Und an unseren Gemeindedirektor, Herr Wilfried Johann. Ebenfalls die herzlichsten Grüße an die Stimmungskapelle Simmerberg mit Remig Siegel und Franz Hartmann. Sie wird aus den besetzten Gebieten, das heißt aus Rade vom Wald. So. Mit der 13 steht hier vor uns Erich Prisum aus Berlin-Lichterfelde mit einer Harley-Davidson plus Beiwagen, Baujahr 1925. Startnummer 14, Herr Paul Rönsch aus Gummersbach, auf einer Imperial Berggeist, Baujahr 1931. Hier ist die Quote schon geregelt. Karin Dahmen aus Engelskirchen auf einer Triumph Kongress, Baujahr 1936. Beiwagen. Lassen Sie sich nicht irritieren, es war keine Hupe vom Motorrad. Er war es selber.
Wie heißt die? Wie heißt die Maschine? Star... Nicht jedes Auto, was sie hatten, direkt verkauft. Und das war ja auch noch damals noch viel Geld.